was mache ich hier? Fragen sich viele und denken sich, so ein abgehobener Influencer? Nein, ich hole Marius Wolf, weil er heute Geburtstag hat, ein wundervolles Geschenk. Eine Badehose. Der geht nämlich jetzt in Urlaub. Alter, Wahnsinn. Ich glaube, ich kaufe mir auch noch eine dazu. Also das ist für ihn? Das ist für ihn, ja. Ach so, okay. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Ja, so eine Hüfte? Vielleicht, vielleicht so eine Hüfte mal. Ich würde sagen M, oder? Das ist eine M. Eins, was? Ich finde die fittet krasser. Ja. Ja, die fittet komplett geistig. Ich kündige. Tschüss. Ich kündige. Ciao. Nein, 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 nein. Bleib. Bleib, bitte. Bleib. Keine Angst haben. Komm. Okay, ja, komm. Okay, ich habe das Geschenk für Marius. Das war nämlich alles so geplant, dass ich heute mir das Geschenk erst hole. Also Marius, falls du das Video siehst, ich habe schon vorher an dich gedacht. Ich habe auch mit Alban schon abgesprochen, was wir kaufen. Nur, dass du Bescheid weißt, Bruder. Okay, weiter mit dem Video. Ab zum Stadion. Und damit würde ich sagen, meine lieben Freunde da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten babamäßigen Stadion-Vlog XXL. Heute höchstwahrscheinlich, hoffentlich, Meisterschaftsfeier, denn wir liegen 2 Punkte vor Bayern. Und es gibt einige Varianten. Und zwar, es gibt die Möglichkeit, Bayern verliert, dann sind wir Meister. Es gibt die Möglichkeit, Bayern spielt unentschieden gegen Köln, wir sind Meister. Gewinnt Dortmund, sind wir auch safe Meister. Das sind die Varianten, die es gibt. Alles andere ist dann scheiße und das wollen wir uns auch gar nicht erst ausmalen. Wir gehen heute ins Stadion, sind in der Nordtribüne mit dabei. Das heißt, komplett bei den ganzen Fans. Leider konnten wir natürlich nicht in die Süd, da wollen wir natürlich auch nicht filmen. Es wurde uns öfter von Ultras angeboten, dass wir dort reingehen könnten. Aber ich möchte da natürlich nicht mit, irgendwie mit meinem Handy dort sitzen. Und in der West- und Osttribüne war nichts mehr frei. Deswegen haben wir auch auf jeden Fall die Nordtribünen-Tickets, worüber ich mich schon sehr freue. Ey, die Stimmung im Stadion wird heute, glaube ich, unglaublich. Marius Wolf hat heute auch Geburtstag, also auch Liebe in die Kommentare da lassen. Moin! auch Liebe in die Kommentare da lassen für Marius Wolf heute. Hoffentlich können Sie sich das Geschenk selber machen. So, wir sind jetzt hier komplett im Getümmel. Es ist so geil. Die ganze Energie hier, alle sind gut drauf, alle wissen, hier ist Meisterschaft in der Luft. Das ist das Leben gerade. Wir feiern alle auf den Straßen, sitzen dort, trinken. Das ist so geil. Ja. La 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 la. Und jetzt treffen wir Marc Eggers. Ja, guck dir die beiden an. Junge, die sehen aus wie die größten Touris. Die sehen aus wie die größten Touris. Borussia Dortmund wird Meister und Schalke steigt ab. Tüdüp, tüdüp, tüdüp. Alter, ihr seht so geil aus. Guck, wir sind da, ne, Digga? Achso, ich hab Digga schon Hallo gesagt. Alles klar, wie geht's? Echt? Ja, Bro, wir sind im Stadion Fußball. Ja, logisch. Komm hier an, Digga. Bro, wir wollten einfach nur parken. 10.000 Leute, wie einfach mit denen gegangen wären. Das war heftig. Wirklich, also wirklich so, Borussia Dortmund wird Meister. Feuerwerk unter der Brücke. Ja, ja. Oh, Digga. Er hat den kompletten Merch komplett leer gekauft. Wie bist du denn, Digga? Er sagt gestern noch zu mir, ja, was soll ich denn kaufen? Ich so, ja, Trikot ist schon ziemlich teuer. Sagt so, ich kaufe hier alles, Digga. Jedes Heimspiel bin ich da, Digga. Ey, ich feier das, Alter. Geil. Mega, ich liebe das. Schon eine Wer gewinnt heute? Dortmund. Spaß, Digga. Nein. Was denn? Wer wird Meister? Dortmund. Wie spielt Bayern in Köln? Die gewinnen. Nein, nein, doch. Nein, nein. Das muss raus. Das muss raus aus dem Kopf. Unentschieden. Ich bin Realist. Ich sag schon, dass Bayern gewinnt. 2-1, sage ich. Knapp. Aber Dortmund gewinnt zu Hause 3-0. Das ist irgendwie, wenn das zu feiern gleich, Alter. Borsa-Platz. Ey, das wird ein 4-0. Mach entspannt. Gut. Mach entspannt. Wir können alle heute relaxed sein. Er wollte einfach gar nicht her, ne? Er wollte einfach nur nach Hause gerade. Komm mal her. Ich wurde gerade schon von Ultra gefragt. Ja. Bist du heute Morgen aufgestanden und wusstest, dass Dortmund deutscher Meister wird? War anders. Er meinte zu denen so, und machen wir es heute? Und Steve so, ich verstehe die Frage nicht. Ja. Der guckt ihn so ein bisschen böse an. Ja, werden wir Meister? Bist du heute Morgen aufgewacht? Bist du heute Morgen aufgewacht? Dachtest du, wir wären Meister, Steve? Ja. Also ich auch. Ey, wir denken, ich glaube, jede andere Antwort wäre auch falsch gewesen. Wir denken mal, wir werden hier enttarnt, Alter. Aber ich, guck mal, ich sehe aus 25 Jahre BVB. Ja. Kein Spiel in der Südkurve verpasst. Aber erstmal eine wichtige Frage. Wer wird deutscher Meister? Ja. Ja, wir. Ja, wir. Also, ja, und wie viel gewinnen wir heute?
Ja, das ist noch wichtiger. Jetzt komm. Ja, so radikal eigentlich 3-0, ne? Ja. Lockeres. Komm, die Stimmung wird den Mainzer nicht gut tun, glaube ich. Digga, hier, guck dir das an. Der größte BVB-Fan aus der Schweiz. Digga, Birky, haben wir ein bisschen so einen Namen aufbauen können? Ja. Wow. Wie viel gewinnen wir heute? 3-1. 2-1. Warum so knapp? Was ist denn mit euch? Das ist ein entspanntes Ding hier gegen Mainz. Sie haben, ja, die spielen um nichts. Aufregung. Ah, okay. Nein. Er hat gesagt, er schaut alle Vlogs auf die DVW-Vlogs. Und die Sau-Vlogs. So, Freunde, wir sind gerade in einem Backstage-Bereich, in Anführungsstrichen. Hier können wir nämlich wieder traditionell die Wurst essen. Traditionell die Waffel, die beste Waffel der Welt. Real Talk. Also, das ist geistesgestört. Wir gehen jetzt direkt ins Stadion rein. Wir werden uns den ganzen Tag im Stadion aufhalten. Egal was passiert, müssen wir jetzt nur einmal schnell was essen, weil wir noch nicht gefrühstückt haben. Und gehen wir rein jetzt und nehmen die Stimmung mit. So, traditionell gibt es die Waffel wieder. Mm. Oh mein Gott. Alle Zuschauerinnen da draußen, ich schwöre es euch, ich untertreibe nicht. Ich habe schon überall Waffeln gegessen, auch in Belgien und so. Das ist die beste Waffel der Welt. Wow. Wir haben ja die Mädels getroffen, die uns die Waffel ausgeteilt haben. So, von euch jetzt auch nochmal, wie viel geht's heute aus? Ich glaube 3-1. Ich wollte auch 3-1, aber vielleicht 2-1. 3-1, 2-1, sowas? Also Dortmund gewinnt. 4-0, ganz entspannt. Dortmund? Ja, nee. Okay. Wenn du sagst. Sagt ihr, Bayern verliert auch heute? Ja. Boah, stark. Sonst würde ich eigentlich hier nicht arbeiten. So nämlich. Stark. Vielen Dank. Mama, Bro, was geht jetzt ab? Scheiße. Junge! Dass gerade am 16er ein Elfer ist oder vielleicht sogar ein Freistoß oder halt gar nichts war. Und ich glaube, das war safe Freistoß. Also safe. So wie der weggeholzt wurde. Also, ey, das Ding ist halt, Freunde, Digga, das ist keine Option hier gerade. Ich schaue gerade nebenbei auf mein Handy, aber hier gibt es halt kein Netz. Guck das an. Hier gibt es kein Netz. Ich will gerade schauen, wie Bayern gerade spielt. Bayern muss verlieren. Muss gerade. Ja, was ist jetzt, Elfer? Ich glaube, das ist ein Elfer. Hey Jungs, ist ein Elfer? Oh, ist ein Elfer. Geil! Elfer. Ich hab Dauergänsehaut, ihr schaut das an, Bro. Das ist so schlimm hier drinnen. Hey Leute, wenn ihr da draußen dabei wärt, bei dieser Stimmung, ihr kommt Dauergänsehaut. Wahnsinn. Come on! Yeah!
halbe Stunde ist gespielt. Hier steht 2-0 für Mainz. Und Bayern führt gerade gegen Köln. Digga, das ist ein Horror. Das ist gerade ein Fieber. Der ADM ist einfach raus. Der hat sich richtig aufgeregt. Der hat gerade alles zusammengetreten, weil er verletzt ist. Und Marius sieht auch schon gerade aus, dass er verletzt ist. Vor der Halbzeit wäre so wichtig. Ja! Das ist rum, da steht 2-0 für Mainz, steht 1-0 für Bayern, Digga. Das ist ein krasseres Horror-Szenario, wie wir das gerade nicht geben. Ich glaube, alle sind hier gerade enttäuscht, aber das Geile ist, hier bei den Fans, die geben trotzdem Gas. Sie sind hier mit Herzblut und Liebe dabei. Sie wollen, dass die Mannschaft hier Gas gibt. Und die Mannschaft will es auch. Die müssen nur noch mal wachgerüttelt werden. Drückende Stimmung hier gerade. Wir sind gerade im Family and Friends-Bereich. Der ist frustessen. Das ist wirklich frustessen. Am Ende des Tages ist es gerade frustessen. Ich hab das noch nie gegessen. Ich esse das aus Frust. Ich hasse Kirsche. Ja, ist das wenigstens gut? Zu viel. Ist ziemlich nice. Hier gibt es so alles: Chicken, Pops, Eis. Hier gibt es die Waffeln, Currywurst überall. Gibt's Chicken irgendwas? Schau mal das an. Hallo. Können wir ein paar Chicken Pops haben? Geil. Das erste Mal jetzt Chicken Pops, habe ich noch nie gegessen. Noch mehr Frust essen. Du musst reinmassen. Können die was? Ja, die sind nice. Mann, soll nicht nice sein. Ich will gerade Scheiße flaschen. So fühle ich mich gerade. So will ich das gerade essen. Das ist lecker. So sieht das hier aus. Hier kann man sich Bier holen. Hier sind 1000 Tische, wo man einfach sich hinschillen kann. Trinken, essen. Amar hat Bock auf ein Bier. Amar will ja trinken. So, Freunde, zweite Halbzeit ist angebrochen. Die Jungs müssen 3 Tore schießen. Jetzt, 45 Minuten haben sie davon Zeit. Viel Spaß mit der Challenge. Wenn es jetzt jemand macht, dann sind sie bewusst, weil die letzten Spieler immer 4-0, 5-0 gemacht haben. Sie können sowas. Sie haben dieses Kaliber dafür. Die sind so oder so, so oft vom Tor. Es muss einfach nur reingehen. Es muss nur reingehen. Alles so ein bisschen wieder. Wir haben 3 Tore und wir haben noch 30 Minuten. Ich spüre irgendwie was. Auf einmal muss es sein. Das ist die 63. Minute, der Ball will nicht ins verpickte Tor. Digga, wer ist das? Wer ist so krass? Nein! Oh mein Gott! Das gibt's nicht. Das
Grenzerspektakel immer noch weit oben. Wir sind in der 80. Minute. 1-0 für Bayern immer noch gegen Köln. Wenn Köln nur ein scheiß Tor schießt, dann ist hier alles drin. Und wir müssen 2 schießen. Bitte. Nein, warte mal. 1-1! Hä? 1-1? Hä? Ich weiß nicht. Ich hab komplett Gänsehaut runtergegangen. 1-1. Sie müssen ein Tor noch schießen jetzt. Ein Tor. Wissen Sie nicht mal. Der Kondition ist durch. Ach so. Ah ja. Oh mein Gott, ich bin lost. NRW wird brennen jetzt. In Köln, ihr das Ding, wer unentschieden nach Hause geht. Das Stadion hier, also das ist unmöglich. Leute, ihr wisst nicht, was hier abgeht. Ja! Wir holen die Securities. Oh mein Gott, wir holen die Securities aus. Immer noch 1-1 bis jetzt. Digga, es sind noch 5 Minuten. Bitte, Digga. 2-1 Bayern. Nein. Nein. Alle sagen 2-1 Bayern. Alle sagen 2-1. Nein. Also offiziell Bayern 4-2. Und es sind noch 5 Minuten Nachspielzeit. Ja. Pfeif dich auf Bier, du Falsch! Die Spieler liegen am Boden, die Fans liegen am Boden. Das ist eine so kleine Wahrscheinlichkeit gewesen. Das ist. Ich bin so traurig für die Fans, ich bin so traurig für die Spieler. Die haben alles gegeben hier. Aber leider zu spät. Ich muss zwei Sachen sagen. Ich habe sehr, sehr viel Respekt gerade vor den ganzen Fans, vor der ganzen gelben Wand. Egal, mehr als 3/4 der Leute sind alle noch im Stadion. Die warten hier. Die sind mit den Spielern, die sind mit dem Verein, die sind mit dem Vorstand. Und es sind halt so viele Leute dabei, die hier fast 1000 Euro pro Ticket ausgegeben haben, um eine Meisterschaftsfeier mitzunehmen. Und die sind da. Die sind da. Die lieben den Verein wirklich. Komm mal, was wir alles sind. So Leute, das Spiel ist vorbei, meine Stimme ist auch ein bisschen gone. Ich habe gerade mit vielen Leuten gesprochen, Freunde, Familie von den Spielern, alle sind komplett down. Das ist ja das, worauf sie die letzten 11 Jahre hingearbeitet haben. Und ja, ich kann sehr verstehen, dass wirklich alle enttäuscht sind, egal wer, wirklich alle enttäuscht sind. Ich habe es auch auf Twitter gesehen, ich habe einen Tweet gemacht. Super viele gibt es natürlich, die sich freuen und sagen, ja, Bayern ist wieder Meister. Herzlichen Glückwunsch, also ne, gewissermaßen hätten es beide Teams verdient, Meister zu werden. Ein Team hat sich durchgesetzt, GGs an dieser Stelle, da will man ja auch nichts sagen. Am Ende, wer den besseren Fußball spielt, gewinnt es auch. Und am Ende ist es auch Fußball. Ich weiß jetzt noch nicht,
nicht, was der Plan ist für heute. Mal schauen. Irgendwie ist es gutes Wetter, aber es ist halt eine sehr bedrückte Stimmung hier in Dortmund. Oh nein. Das hätte der schönste Tag deines Lebens werden können. Ja. Hätte geworden. Vielleicht trotzdem noch ein schöner Tag. Trotzdem danke. Aber guck mal, wie schnell das bei uns geht. Sind noch alle Dortmund-Sachen weg. Ganz normale Burger, Digga. Die kommen aus Köln. Das ist geil, Bro, Alter. Wir haben so mitgelitten, Alter. Wir haben so mitgelitten, Alter. Ich hab vorhin fast drin geweint, einfach. Also Real Talk, während des Spiels noch. Ey, Digga, bei uns war die ganze Zeit, Kollege war im Köln-Stadion. Ja, so 1-1. Alle haben durch. Alle. Alle. Bruder, Alter, wirklich. Auch noch die 85. Dann steht da plötzlich 1-1 in Köln. Und alle rasten aus im Stadion und denken sich, Alter, noch 5 Minuten, lass es uns das irgendwie über die Zeit bringen. Dann kommt irgend so ein Musiala in der 89. bei Bayern und denkt sich so, oh, der Elfer. Warum musste der Elfer verschossen werden? Warum ist das eine abseits? Warum schießen sie die anderen 27 Chancen, die sie hatten, nicht rein? Ja, Bro, dieser Elfer, der wäre es gewesen. Ja, normal. Bro, der Emre Can hat den Ball wirklich von ganz hinten bis dahin getragen und im letzten Moment noch übergegeben. Ja, die haben alle Angst, die wollen alle den entscheidenden Elfer nicht schießen. Ist doch logisch. Digga, was willst du machen? Für die Situation bist du nicht ausgebildet. Ja, ist doch so. Das ist doch nicht von der Armee. So, Freunde, das war's mit dem Video. Wir waren jetzt noch ganz kurz bei Marius. Ist jetzt auch irgendwie so, weiß nicht, 11 Uhr oder sowas. Jetzt sind wir schon im Hotelzimmer. Die Laune war bedrückt, sagen wir mal so. War auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema für alle. Für alle. Nichtsdestotrotz, man muss nach vorne blicken. Nächstes Jahr wird es dann einfach besser. Ich fand es sehr krass, wie die Fans da hinter den Jungs gestanden haben. Das war sehr geil. Fast 80% des Stadions waren halt bis zum Schluss halt noch da. Irgendwie so 2 Stunden nach dem Spiel. Das ist schon echt geistgestört. Deswegen, jo, wenn ihr Bock habt auf mehr Stadion-Vlogs, gerne Like da lassen, kommentieren. Und dann würde ich sagen... Ja, tschüss. Ich seh kein Schwarz-Weiß, ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times.